Ja, dann möchte ich den Adi aus Lübeck nach vorne bitten. Okay, dein Mikro. Okay. Hallo, Leute. Euch auch nochmal allen einen herzlichen Gruß aus Lübeck. Ich soll euch nochmal ausrichten. Auch ich empfinde das, wie das schon gesagt wurde, auch jedes Mal so, dass egal in welche Stadt man auch kommt, im Rahmen der Mahnwache gibt es da wirklich ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Und ja, einmal dickes Danke hier an alle. Ne? Und ich hoffe, der kleine Vorteil, den ich vorbereitet habe, wird nicht zu informationslastig. Also, ist mal ein bisschen gekürzt. Und ja, viel Spaß. Betitelt habe ich das Ganze Bildung, Entwicklung und Gesellschaft. Und beginnen werde ich einfach mal mit einem kleinen Überblick über das Bildungswesen im deutschsprachigen Raum. Ihr werdet einige schon wissen, geschichtstechnisch, Deutschland im 19. Jahrhundert immer noch eine Art Flickenteppich gewesen. Es gab viele, viele kleine Fürstentümer und ähnliches. Und im Rahmen der Kriege damals gab es zum Beispiel Beschwerden von den Offizieren, hauptsächlich, soweit ich weiß, dass der Bildungsstandard damals so gering war, dass die Rekruten und die Soldaten gar nicht in der Lage waren, die Gebrauchsanweisungen der handelsüblichen Waffentypen irgendwo zu lesen, zu verstehen und natürlich auch dann die Waffen bedienen zu können. Und dann gab es da zwei Reformen, die wohl erwähnenswert sind. Das wäre zum einen 1717, das Generaledikt, und dann 1763, also rund 50 Jahre später, gab es dann nochmal das Generallandschulreglement. Also schon mal so kleine Schritte und Impulse, die damals getan wurden, um halt gewisse Bildungsstrukturen zu schaffen und einen gewissen Standard anzustreben natürlich. Kleinen Sprung gab es dann. Wir sind jetzt mal im 21. Jahrhundert. Und da möchte ich gerne das Wort Reformpädagogik nochmal in den Raum werfen. Also es gab dann halt neue Strömungen. Leute wie Georg Kerschensteiner, Adorno sind hier zu erwähnen, ob ich auch nochmal kurz besprechen kommen möchte später. Und man sieht halt, dass dann die gängigen Strukturen, die damals einfach geschaffen wurden, das haben sich so Begrifflichkeiten wie Pauk-Schulen etabliert, also die ja schon ganz klar irgendwo implizieren, in welche Richtung es dort damals ging. Und von daher wurde dann probiert, im Rahmen dieser Erlebnispädagogik, dieser neuen pädagogischen Ansätze, diese ganzen Strukturen ein bisschen aufzuweichen, auch mal so ein bisschen in Richtung Musik oder Kunst, Literatur, also in solche Richtungen zu gehen. Dann gab es dann halt Begriffe wie Erlebnispädagogik, Musikpädagogik und solche Geschichten. Und ja, wieder ein kleiner Sprung und wir befinden uns jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland war ja mehr oder weniger besetzt, es gab ja die Militärregierungen. Und sehr interessanter Aspekt, das ist hier auf jeden Fall schon mal, dass ein Großteil des deutschen Verlagswesens, ein Großteil auch der Stiftungen zum Teil, die wir auch kennen, also werde ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, damals gegründet wurden. Und tatsächlich brauchten gerade die Verlage, also zum Beispiel Axel Springer oder die DPA und ihr Vorgänger, also die brauchten damals einfach gewisse Lizenzen. Von daher kann man natürlich schon da ganz klar sagen, dass eine gewisse Beeinflussung durch diese Besatzungsregierung stattgefunden hat. Und das Ganze war wohl damals die Lizenz 67. Und sehr interessant wird es halt, wenn wir uns mal die Schulbuchverlage, die gängigen, anschauen. Also zum einen wäre da Ernst Klett zu erwähnen. Der Klett-Schulbuchverlag ist ja wohl ein Begriff. Also da war das definitiv vonnöten, dass die sich erstmal da diese Lizenz einholen mussten und dann natürlich auch einen gewissen Einfluss über sich ergehen haben lassen müssen. Ne? Auch erwähnenswert Frank Kornelsen, also Kornelsen, der andere große Schulbuchverlag. Also schon hier sehen wir halt, dass die Grundlagen des deutschen Bildungswesens, gerade damals aufgrund der Strukturen und der Situation, die einfach vorgeherrscht hat, dass da damals natürlich schon sehr, sehr viel getan werden konnte, um einfach gewisse Dinge irgendwo zu implizieren, gewisse Richtungen vorzugeben. Es gibt, glaube ich, einen Ausspruch, der das ganz gut zusammenfasst. Mag jetzt sehr pessimistisch klingen, aber ich habe mal jemanden sagen hören, dass im schlimmsten Fall tatsächlich die Amerikaner uns unsere eigene Geschichte nahegelegt haben. Also wie wir das Ganze zu sehen haben und ähnliches. Und ja, das halte ich zumindest für bedenklich, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich haben wir ja auch die Geheimdienste, also der CIA heutzutage natürlich bekannt. Damals war es noch der OSS. Office of Strategic Service, soweit ich weiß, also im Grunde auch schon damals natürlich gewisse Impulse, also Geheimdienste an sich, die gab es ja schon in alten Rom, müssen ja nicht drüber reden, also von daher natürlich durch die Jahrhunderte wurden die Taktiken verfeinert, aber eine gewisse Einflussnahme, wie ihr alle wisst, ist wahrscheinlich nicht zu leugnen natürlich. Ne? So,
komme ich zum nächsten Teil. Dann gehen wir mal ein bisschen weg von dieser ganzen Schiene der Geschichte und gehen mal in den Bereich der Geisteswissenschaften. Also im Grunde sollte man wirklich feststellen, dass die Strukturen, die dann also in der Schule auch irgendwo vorgeherrscht haben, die wir dann auch im Berufsleben wiedererkennen, die wir sogar in Freundschaften, also in der Gesellschaft wiedererkennen. Also man muss natürlich sehen, dass all diese Strukturen ja im Grunde auf den Erkenntnissen der Verhaltenspsychologie auch aufbauen. Also wir haben immer diese gewissen Paradigmen, die da irgendwo im Raum stehen. Wir haben diese Strafe-Belohnungsmentalität ja auch einfach irgendwo, die ich zum Beispiel auch schon mal für komplett falsch halte, weil man natürlich dadurch den Kindern ja in keinster Weise, nicht nur den Kindern, also sondern ja uns allen, also es ist ja einfach von dem Standpunkt aus, wird ja ganz klar in Frage gestellt, warum wir unser Wissen aneignen möchten. Also im schulischen Kontext geht es dann einfach darum, nicht zu versagen, keine schlechte Note zu bekommen und ähnliches. Und diese Mentalität, diese Geisteshaltung, die wird natürlich auch weitergetragen im Leben. Und von daher möchte ich hier einmal ganz kurz auf zwei Phänomene zu sprechen kommen aus der Verhaltenspsychologie. Pavlov und Skinner dürften ja einigen ein Begriff sein. Pavlov hat das klassische Konditionieren geprägt, Skinner das operante Konditionieren. Ich kann das auch kurz ganz kurz mal erläutern, kleiner Rundumschlag, also das klassische Konditionieren, da geht es einfach darum, dass ein neuer Reflex an einen bereits vorhandenen Reiz gekoppelt wird, also sprich, der Pavlovsche Hund war ja damals so dieses Beispiel, was ja im Grunde, denke ich mal, uns allen irgendwo noch im Hinterkopf erhalten geblieben ist, dass das, was Pavlov damals geschafft hat, den Reflex, den der Hund in der Vorfreude auf das Essen im Grunde irgendwo lebt, also sprich, dass er dann anfängt zu sabbern, hat das geschafft, an einen akustischen Reiz zu koppeln und ab dem Moment war es ihm halt möglich, den Hund dadurch zu triggern, dass er einfach nur noch diese Glocke irgendwo abgespielt hat. Und schon hier sehen wir natürlich auch irgendwo, wie das Gehirn arbeitet. Wir haben natürlich jetzt nur das Säugetier, aber trotz alledem haben wir ja irgendwo noch viele Parallelen. Operante konditionieren, da war Skinner der Hauptverfechter, also die ganzen Behavioristen damals. Da gab es die Skinner-Box, das war halt eine kleine Box, da war eine Taube drinne. Und ihr wurde quasi beigebracht, ein völlig neues Verhalten in den Tag zu legen. Also sie hat irgendwann sich beibringen lassen, einen kleinen Schalter zu betätigen mit dem Schnabel, woraufhin sie Essen bekommt, also eine Belohnung. Also diese verhaltenspsychologischen Strukturen ja auch hier wieder. Und ja, wie gesagt, genau diese Strukturen, hier ja gerade sehr, sehr vereinfacht dargestellt natürlich, wie gesagt, in der Gesellschaft wieder, wenn wir uns trauen, da mal hinzuschauen. Und im Grunde ist das Schlimme daran, in meinen Augen, dass der Mensch ja, auf ein Level einer Reizreaktionsmaschine irgendwo dann nur noch reduziert wird. Und ich denke, wir können ja doch wesentlich mehr sein. Gerade im Berufsleben finde ich noch sehr erwähnenswert den Erich Fromm. Er hat damals den Begriff der Entfremdung in seinem Werk Die Pathologie der Normalität geprägt. Da hat er im Grunde auf ein Phänomen ansprechen wollen, dass wir scheinbar durch die industrialisierte Gesellschaft irgendwo leider ja mitbekommen haben. Es geht einfach um diese ganze Schichtarbeit, es geht um die Arbeit in Betrieben, es geht einfach darum, dass jeder irgendwann nur noch auf ein kleines Einzelteil reduziert wird, der an bestimmten Punkt eines Prozesses irgendwo mitsteuert und gestaltet, aber das Gesamtprodukt und auch die Befriedigung, die der Mensch hat, eben daraus erhält, dass er halt irgendwo etwas schafft. Also dieser schöpferische Prozess, der wird dadurch völlig auseinandergenommen und auf ein Maß reduziert, dass gerade auch Erich Fromm ganz klar gesagt hat, dass es schon ungesund ist. Ne? Also diese Entfremdung, da gab es noch ein sehr schönes Beispiel in einer italienischen Werft. Da wurde damals die komplette Arbeitsstruktur einmal über den Haufen geworfen. Man hat es einfach mal so gemacht, dass jeder Arbeiter jeden Produktionsprozess einmal mit anlaufen darf. Ja? Es gab nicht mehr diese Spezialisierungen, zumindest temporär. Und es ist natürlich dann mal eine Sache, das zu beobachten, auch eine gewisse Experimentalsituation herzustellen, aber scheinbar ging es den Leuten besser. Also es war nicht nur so, dass die Produktivität gestiegen ist, was sicherlich auch erwähnenswert ist, in meinen Augen aber auch nicht so sehr. Es ging einfach darum, dass die Leute glücklicher waren. Es ging darum, dass die Leute mit dem Lächeln zur Arbeit gegangen sind. Es ging darum, dass die Leute sich gebraucht gefühlt haben, als wichtiger Teil eines Ganzen angesehen haben. Und das sind, denke ich mal, Punkte, die in unserer heutigen Gesellschaft verloren gegangen sind und die auch mit unsere Passivität ja auch irgendwo mitunter ganz klar auch getriggert haben irgendwo. Auch zu erwähnen, in meinen Augen nochmal ganz schön, der Herr Adorno, der hat damals den Begriff der Challenge geprägt, also aus dem Englischen die Herausforderung. Und auch das sehen wir in meinen Augen in den gängigen Schulstrukturen,
Also wir sind ja nur noch irgendwo auf ganz, ganz, ganz einfache Prozesse runter reduziert und wenn wir uns gerade mal Kinder anschauen, die im Grunde die Welt noch entdecken müssten, es geht darum hinzufallen, es geht darum wieder aufzustehen, es geht darum einfach selbst kreative Lösungsansätze zu finden und wenn wir die nicht schaffen, wenn wir diese Freiräume nicht schaffen in der Gesellschaft, dann ist in meinen Augen einfach, ja, es kann nichts anderes dabei rauskommen als gewisse Fehlentwicklungen, die wir, denke ich mal, ganz klar beobachten, die viele von uns ja wohl jeden Montag irgendwo auf ihr Herz treiben. Zum letzten Punkt möchte ich jetzt kommen, dann seid ihr auch entlassen. Erwähnenswert sollte man auch wirklich mal googeln, Gerald Hüther, ein Neurobiologe, ich glaube Uni Mannheim ist er oft anzufinden und in Göttingen auch, war auch schon in mehreren Sendungen in den letzten Monaten und Jahren, würde ich beinahe schon sagen. Na, wie auch immer, auf jeden Fall hat er sich mit dem Lernen beschäftigt, auch nochmal von diesem ganzen neurobiologischen Prozess. Also wir sind ja mittlerweile in der Lage, gewisse Gehirnprozesse ja auch schon zu beobachten und festzustellen, was für Heuristiken dort irgendwo existieren und einfach das Denken zu analysieren und die ganzen Prozesse irgendwo zu durchschauen, um einfach dann auch ja, gewisse Ansatzpunkte zu finden, wo man dann vielleicht Verbesserungen natürlich irgendwo reinbringen kann. Zumindest wäre das wünschenswert, denke ich. Und der Gerald Hüther, also der hat in allen Shows, in denen er bisher war, hat er wirklich sehr, sehr ja, kontrovers diskutierte Thesen in den Raum geworfen, würde ich einfach mal sagen. Was mitunter daran liegt, dass die Gesellschaft, glaube ich, mittlerweile so weit ab ist, dass jeder, der da vernünftige Ansätze mit reinwirft, wahrscheinlich als extrem angesehen wird. Und er hat dann etwas gesagt, wie, dass wir mittlerweile einfach mal verstehen müssten, dass es Relikte und Überbleibsel vergangener Epochen sind. Dass wir werden es nicht schaffen, Menschen auf gewisse Dinge hinzukriegen. So funktionieren Menschen einfach nicht. Wir haben das vielleicht eine Weile geschafft und das hat auch in einem gewissen Rahmen funktioniert. Aber die Fehlentwicklungen, wenn wir uns zum Beispiel auch mal die ADHSler anschauen, also auf die hat bisher Hüther auch ganz stark spezialisiert und sagt halt auch, dass ADHS im Grunde nicht als Krankheit zu sehen ist, sondern einfach nur als gewisse Symptomatik zu sehen ist des menschlichen Geistes, der im Grunde aufgrund dieser Strukturen, in die er reingeworfen wird, unterdrückt wird, einfach mal ganz radikal gesagt. Und das sollte sich halt ändern, ganz klar. Und ja, zum letzten Satz, ich denke, das ist auch mal eine ganz schöne Sache, die man auch mal mit der Mahnwache verbinden kann. Also er hat dann mal in einem Interview gesagt, als Paradigma oder als Prämisse, ganz, ganz wichtig, was man sich wirklich im Hinterkopf behalten sollte, der Ausspruch, ohne Gefühl geht gar nichts. Und seien es jetzt kognitive Prozesse, also faszinierend genug, dass im Grunde Prozesse, die mit Gedächtnisleistung, mit Kombinatorik zu tun haben, ganz klar nochmal verstärkt werden und wir das Ganze auch also verinnerlichen und nicht nur einfach lernen, indem wir da einfach auch Emotionen mit reinbringen. Und ähnlich sehe ich das auch in dem Kontext hier, ohne Gefühl geht halt gar nichts. Und von daher hoffe ich, dass die Liebe uns hier allen erhalten bleibt und wir ja weiterhin stehen. Und ich danke euch. Super. Danke, Adi. Ja, einfach mal googeln. Also gerade Hüther, der ja als Professor sehr, sehr viele Vorträge gehalten hat, da findet man auch bei YouTube sehr viel. Einfach mal selber recherchieren, schauen, was hat er da für tolle Sachen hervorgebracht. Gerade was so, wie unser Gehirn halt funktioniert. Ja.